Wenn du Aufklärung im Feld durchführst, musst du improvisieren können. Ein Tötungskommando wurde auf deine Quelle angesetzt und hat das Gebäude umstellt. Da Munition und Verteidigung begrenzt sind, musst du mit deinen Mitteln gut haushalten, um die Zielperson zu schützen. Capcan ist unser bester Operator für solche Situationen. Sein Markenzeichen, die Zugangssperren, helfen dir, Feinde zu neutralisieren, wenn sie durchbrechen wollen. Der Feind formiert sich neu. Bereich sichern. Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind heute mal wieder bei einer Runde Rainbow Six Siege Situations. Und wie die Tante uns gerade eben schon gesagt hat im Video, müssen wir zusehen, dass wir die Person hier schützen. Und ups, dafür verstärke ich jetzt erstmal die Wände und die Türen. So. Dann machen wir das hier auch noch. Geisel absichern. Feinde nähern sich. Gut. Die verstärken wir auch noch. Ja, eigentlich war geplant, heute eine Runde COD aufzunehmen und hochzuladen. Allerdings habe ich massive Probleme mit meinem Internetprovider. Und der hat mir jetzt erstmal gesteckt, dass das Ganze noch 2 Wochen so weitergehen kann. Das ist immer eine geile Nachricht, sowas. Und das heißt, dass ich extrem langsame Downloadraten habe. Und extrem hohen Ping. Wodurch Online-Zocken ja fast unmöglich ist. Und wo seid ihr, Wichser? So. Noch einer weg. Und deshalb gibt es halt eine Runde Rainbow Six Siege Situations. Was ja auch nicht schlimm ist, meines Erachtens. What the? Ihr Sackratten. Kommt her. Die Feindkämpfer wurden neutralisiert. Boah, verflucht. Hier vor uns, glaube ich, ja, genau. Der Feind formiert sich neu. Hier können wir was aufladen. Sprengt er uns einfach den Arsch weg. Ist nicht sein Ernst. Jetzt habe ich wieder eine verstärkte Wand. Kann ich die einfach jetzt hier hinsetzen? Das geht sogar. Wie cool ist das denn? Ja, aber um kurz nochmal drauf zurückzukommen, heißt, es kann auch mal sein, dass nächste Woche mal ein Video ausfällt. Oder besser gesagt, die nächsten 2 Wochen kann das vorkommen. Seid mir da nicht allzu böse, ich versuche das natürlich zu verhindern. Ich gucke mal, ob ich irgendwie vorproduzieren kann, dann irgendwie woanders hochlade oder so. Aber es kann halt, wie gesagt, mal vorkommen. So. Wartet mal, wir machen mal hier auch noch zu. Und das Ding wird auch angebracht. So, wo seid ihr jetzt? Wo kommt er jetzt wieder durch? Ich bin schon wieder vorne. Ja, war klar. So, ein bisschen decken bleiben. So, der ist down. Na, verflucht. Ja, gut, die 50% Leben behalten wir schon mal nicht mehr. Blöder Penner mit seinem billigen Schild. Was ein feiger Hund. So. Wir müssen uns gleich mal durchlesen, was für Ziele wir noch haben. 50% Leben ist ja immer mit dabei. So. Jetzt machen wir das hier nochmal schnell dicht. Weil die Runde wird jetzt bestimmt richtig ordentlich. Jetzt bringen wir hier noch einen Teil an. Dasselbe. Mach zu jetzt. Lässt er sich noch Zeit. So, perfekt. Muss ich schnell wieder nach hier. Nochmal aufhören. Ich hoffe, dass ich noch eine verstärkte Wand kriege. Bitte. Perfekt. Die
packen wir nämlich hier dran. Oder schweißen wir jetzt hier dran. Zack. Gut, dann legen wir hier noch Stacheldraht hin. Wir sollten jetzt eigentlich gut gewappnet sein. Hinter mir sind sie. Ja, macht weiter so. Rennt alle mir schön in die Schussbahn. Verflucht noch eins. Blöder. Aber da ist hier noch irgendwo wer? Nein. Shit, 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 shit. Ich kann die Geisel nicht wiederbeleben. Komm schon. Shit, 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 shit. Ich hab kaum noch Leben. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Oi. Alter Schwede, war das gerade knapp. Mir geht gerade so die Pumpe. Ich hatte noch 9% Leben. Alter Schwede. Der Modus hat es mal in sich. Eliminiere 2 Feinde durch Zugangssperre. Gut, das haben wir hingekriegt. Verstärke 2 Wände haben wir auch hingekriegt. Nur 50% Leben haben wir nicht hingekriegt. Schade eigentlich. Aber das war gerade so... Boah. So viel. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wir sehen uns die Tage wieder. Wie gesagt, es kann mal sein, dass ein Video ausfällt. Ich versuche das zu verhindern, aber ich kann euch das nicht versprechen, dass jeden Tag ein Video kommt. Ja, wie gesagt, feiert heute Abend schön. Rutscht gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann haut rein. Ciao.